Hallihallo Freunde. Heute Morgen geht es hier los auf einem wunderschönen Sandstrand in Kroatien. Da vorne ist Solin und da ist, glaube ich, Cicici oder so. Weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, aber das ist ja bekannt bei den Namen jetzt gerade. Heute bin ich mal hierher gefahren, weil ein Abonnent mich gestern Abend noch angeschrieben hat und meinte, hier könnte man vielleicht gut übernachten, beziehungsweise hier trifft man auch ab und an mal ein paar Leute oder so, und da wollte ich mal schauen, ob ich was Schönes hier finde und auch was Schönes für euch finde. Ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. So, erstmal mit dieser wunderbaren Aussicht ein wenig frühstücken. Und dann geht's für mich das erste Mal vielleicht ins Wasser. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass irgendwie noch niemand hier ist. Aber ist auch erst 9 Uhr, also vielleicht liegt es daran. Wir schauen mal. Oh Mann, Leute. Hier entstehen gerade echt so ein bisschen meine Traumfotos. Also solche Fotos wollte ich schon immer gerne mal machen. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich euch das jetzt zeige, was ich so ungefähr meine. Also ihr werdet die Fotos wahrscheinlich bei Instagram oder Facebook schon gesehen haben, aber ich genieße es jetzt gerade hier zu sein. Oh geil, nice. So Freunde, jetzt bin ich bestimmt schon gute 3 Stunden hier oder 3,5 vielleicht sogar schon, und ich habe noch gar nicht erzählt, hier ist dieser besagte heilende Schlamm, und es ist echt witzig mit anzugucken, wie die Leute hierher kommen, oder beziehungsweise auch ein bisschen faszinierend. Einige Gruppen oder Familien kommen hierher, gehen an diesen Strand, reiben sich mit dem Schlamm ein, warten, bis es trocken ist, spülen sich den ab und dann gehen sie wieder. Also mehr machen die hier gar nicht. Und ich finde das eine witzige Geschichte. Aber was ich sagen muss, es stinkt. Also es ist heute windig und so, dann kriegt man das schon eher mit. Aber ich werde jetzt mit dieser Aussicht hier nochmal ein bisschen meine Vlogs schneiden. Und dann sehen wir mal weiter auf jeden Fall. Es geht immer weiter und weiter, sehr spontan. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem gut folgen und habt Lust dazu. So Freunde, so wie es jetzt irgendwie gekommen ist, wie auch immer, habe ich wieder 2 Tramper mitgenommen, ein Mädel und ein Jungen, 2 polnische Personen, und ja, waren auch super nett wieder. Ich habe die nach Seni gebracht oder so, Senja steht glaube ich hier vorne auf dem Schild ganz groß. Das kam jetzt einfach so, weil die standen am Rand, ich habe angehalten, die haben gefragt, wo ich hin will, ich sage, keine Ahnung. Und ja, dann haben die einfach gesagt, ja, die wollen da und da hin. Ich sag, ja, ich will morgen eh zu dem Plitwitze sehen. Und dann habe ich es nicht mehr so weit. Und dann bin ich mitgefahren und ja, oder habe sie jetzt mitgenommen. Und dann bin ich jetzt hier gelandet. Sieht auch ziemlich geil aus auf jeden Fall. Hier unten ist jetzt so ein Autocamp. Da werde ich mal gucken, was das kosten soll. Und dann werde ich mir vielleicht eine Nacht sichern. Oder wenn mir das zu teuer ist, halt auch nicht. Da schaue ich dann einfach mal. Und dann will ich nochmal ein bisschen runter ans Wasser, weil das hier so ein bisschen steil bergab geht alles. Will ich mal gucken, wo ich da was finde, wo ich ein bisschen schnorcheln kann. So, also ich nehme mir jetzt einen Platz, das kostet irgendwie um die 12 Euro, 11 Euro ungefähr. Das ist immer noch okay für mich. Also ich finde, so 10 Euro kann man zahlen für eine Nacht, wenn man sein Zuhause eigentlich schon mit hat. Ja, erst war sie so ein bisschen komisch. Ich komme hier runter zu Fuß und sagt sie, ob ich was ich will irgendwie. Und ich sage, ja, ich möchte hier gerne schlafen und so. Und dann hat sie gesagt, ja, geht klar und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte die Preise gerne nochmal vorsehen. Und ja, dann habe ich mir das alles mal angeguckt. Und ja, scheint auch schön hier zu sein. Da sind 2 Buchten. Die sehen von hier aus sehr leer aus. Ziemlich geil. Und dann kann ich da auf jeden Fall nochmal ins Wasser springen. Und dann penne ich heute Nacht hier. Alles super, wunderbar. Jo, guten Morgen, Freunde. Das fängt ja gut an hier mit so einem Vogel aus dem Gras. Ja, mit der
Aussicht, sage ich jetzt mal guten Morgen. Und zwar wollte ich heute eigentlich gerne zu den Plitwitzer Seen fahren, weil ich würde gerne die Wasserfälle da sehen und so. Aber es ist jetzt so, das Wetter ist jetzt erst gut geworden. Also es ist jetzt 12 Uhr und ja, es ist immer noch tierisch windig. Jetzt kommt die Sonne gerade mal ein bisschen durch und so, aber ich spare mir das jetzt heute dahin zu fahren, weil es ist auch noch ein bisschen Fahrt und dann normalerweise braucht man 2 Tage dafür oder so, habe ich gehört zumindest. Und deswegen machen wir das später. Und ja, hier habe ich mich nicht mehr so viel aufgehalten jetzt. Also nicht mehr draußen so viel aufgehalten. Ja, und habe ein bisschen DVD geguckt, weil das Wetter echt scheiße war. Gestern Abend auch noch. Also gestern Abend hat es noch geregnet und so. Und heute schauen wir mal, wo der Weg uns hinbringt. Und ja, dann gucken wir mal weiter. So Freunde, ich habe jetzt ein paar hundert Meter weiter angehalten wieder und habe meinen Bus einfach abgestellt, bin hier runtergelaufen ans Wasser und es ist echt traumhaft, also es ist so schön. Es ist leider echt ein bisschen windig, vielleicht könnt ihr das auch hören oder so, aber ansonsten mache ich euch hier ein paar schöne Aufnahmen und ja, ich kann es immer nur wiederholen, ich freue mich, dass ich hier bin. Wenn ihr mal hierher fahrt oder so oder nach Kroatien fahrt und ihr seid mit dem eigenen Auto unterwegs, seid flexibel, seid einfach unterwegs. Versucht nicht zu viel zu planen einfach. Es ist, ich merke einfach, dass es total schön ist, wenn ich einfach sagen kann, heute fahre ich dahin, heute fahre ich dahin, heute fahre ich dahin. Oder vielleicht fahre ich auch einfach mal und finde dann solche Stellen hier oder so, wo ich dann einfach anhalte und sage, jo, jetzt gefällt mir das hier und jetzt bleibe ich auch hier und genau, so sieht es aus. Euch gefällt die Aussicht, genießt es. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Hier hinter mir könnt ihr jetzt noch erkennen, da werden so Jetskis verliehen und sowas alles. Also ich bin jetzt kurz vor Senjil, oder wie das heißt. Und falls ihr euch fragt, wo ich bin, ja, hier kann man Jetskis ausleihen, irgendwie so ein Jetpack-Teil und sowas alles irgendwie. Also auf jeden Fall ist hier so einiges möglich. Und noch ist es ziemlich leer hier. Aber ich schätze mal, das kommt noch, wenn der Wind vielleicht ein bisschen nachlässt oder so. Dann wird hier bestimmt auch noch ein bisschen mehr los sein. Und ja, wir gucken uns jetzt einfach mal weiter um. So Freunde, jetzt möchte ich mich mit diesem Ausblick, wenn es mal, möchte ich mich auch bei euch verabschieden. Heute ist nicht mehr so viel vorgefallen, ich habe hier echt lange gesessen und einfach mal irgendwie ein bisschen entspannt. Die Sonne genossen, es ist ein bisschen windig gewesen heute, habe ich ja schon des Öfteren gesagt. Ihr habt 2 Tage gesehen sozusagen und ich hoffe, es hat euch beide Tage haben euch gut gefallen. Ich glaube, an den beiden Tagen habe ich wirklich die schönsten Aussichten sozusagen genossen. Und habe euch die auch präsentiert, genauso wie jetzt gerade wieder. Also ich meine, schöner geht's eigentlich nicht, finde ich. Und ja, wenn euch das auch genauso ergangen ist, dann bitte einen Daumen nach oben geben. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt von Kroatien, morgen oder beziehungsweise heute Abend geht es noch Richtung Plitwitzer Seen. Und dann wollen wir uns da morgen mal ein paar Wasserfälle anschauen und dann auf jeden Fall ein Abo dalassen, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein.